Machen wir weiter. Ja, ich mach doch schon. Was ist das? Eine schwebende Unterwelt-Wassermelone. Cool. Oh, da sind aber eine Menge unten. Ach du Kacke. Da sind sehr viele. Der Brief ist nicht heute angekommen, oder? Kann mir gut vorstellen, dass er erst Anfang nächste Woche kommt. Ich habe schon eine Nachricht gekriegt, dass was angekommen ist in der Packstation, aber ich habe heute das nicht mehr hingekriegt. Kann ich erst nächste Woche machen. Wollte ich heute eigentlich noch abholen, aber dann kam wieder Stress und alles. Aber steht da eine 2 bei der Packstation? Ja, das müsste heute auch angekommen sein. So, ein Tori-Tor haben wir. Ich habe die beide jetzt sogar. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ja, ich muss erstmal die Tori-Tore hier reinigen. Wahrscheinlich kann ich dann zum Schrein. Weil ja, das ist ja so ein Riesentor hier und das hat hier mehrere. Boah, Alter, der macht mir Angst. Kann ich bestimmt beim Schrein was abholen. Ja, ich bin auch sehr erstaunt, Chloe. Reisen. Wähle einen geeigneten Schrein oder einen anderen Schnellreisepunkt im Kartenmenü und drücke Viereck, um sofort dorthin zu reisen. Ah, damit schalte ich auch dann was frei. Ich spüre eine starke Macht. Hier ist etwas in der Nähe.
Durchsuche jeden Winkel des Schreins mit Hilfe der Geistersicht. Okay. Sie hilft dir auch, zurückgelassene Geister zu finden. Chokichi, deine Bemühungen werden nicht vergebens sein. Für kurze Zeit wird das von Ätherkristallen erhaltene Maker verdoppelt. Cool. Luft, hier ist so rein. Gucken uns jetzt den Schrein natürlich genauestens an, ne? Tabelle der Unglücksjahre. In manchen Lebensjahren sucht uns das Glück häufiger heim als andere in anderen. Diese Unglücksjahre variieren je nach Geschlecht und es ist ratsam, das Unheil in dieser Zeit sowie in den Jahren davor und danach präventiv abzuwenden, bevor es zu spät ist. Unten stehend finden Sie die kritischen Jahre für beide Geschlechter. Kritische Jahre Männer Lebensjahre 25, 42 und 61. Frauen Lebensjahre 19, 33, 37 und 61. Aber ich bin nicht so alt und habe trotzdem kritische Unglücksjahre hier gerade. Besondere Vorsicht ist auch in den Lebensjahren davor und danach geboten. Männer Lebensjahre 24, 26, 41, 43, 60 und 62. Frauen Lebensjahre 18, 20, 32, 34, 36, 38, 60 und 62. Alter! Was zur Hölle? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Beratung zu Gebeten wünschen, um Ihr Glück zu bewahren. Wahrscheinlich Frauen, weil die schneller drauf... an Glück und Unglück glauben oder keine Ahnung. Wer weiß. Aber mein Alter steht da nicht drin und ich bin trotzdem verflucht. Ha! Schiebung, ey. Herbstfest am Shiroyama-Schrein. Wann? 16. 17. bis 17. Oktober ab 16 Uhr. Wo? Shiroyama-Schrein. Besuchen Sie den Schrein und genießen Sie eine Vielzahl von Imbissständen und Veranstaltungen. Das Parken ist auf dem Gelände nicht gestattet. Bitte verzichten Sie auf die Anreise mit dem Auto. Gesponsert vom Handelsverband Tsukinami. Feiertagskalender 1. Januar, Neujahrstag, 3. Februar, Setsubun, 3. März, Hinamatsuri, 16. 17. Oktober, Herbstfest, 15. November, Chichigo-san und am 31. Dezember, Silvester. Okay. Wochenbericht des Shinto-Priesters. Montag, 16. August. Keine Gebetstalismane mehr vorrätig. Neue Talismane nachbestellt. Dienstag, der 17. Freier Tag. Design für das Siegelbuch des Schreins fertiggestellt. Mittwoch, der 18. Zwei Hochzeitszeremonien abgehalten. Oshima am Morgen, Yasuda am Nachmittag. Donnerstag, der 19. Meeting für eine Spatenstichzeremonie, danach einkaufen. Freitag, der 20. Morgens Unheil abgewendet, nachmittags gründlich geputzt. Samstag, der 21. Katastrophenschutzausrüstung inspiziert. Vorbereitung für Katastrophenübung abgeschlossen. Oh, 3 Uhr ging schnell. Oh nein. Unsere Zeit wird geklaut. So zum Kotzen. Wir müssen noch mehr von ihnen retten. Ich gebe mir Mühe. Wacka-Cola. Ja, guck mal, Füchse. Warte. Ich spüre irgendwas in der Nähe. Was denn? Eine Art gebündelte Energie.
Der Genki-Dama? Ja. Oder einen mächtigen Furz. Oh, was ist das? Opfergaben. Ah, da macht man Geld rein, ne? Wenn du Maika als Opfergabe darbringst, wirst du entsprechend den gespendeten Betrags belohnt. Bestätige die Menge an Maika, die du spenden möchtest, wähle ein Gebet und schließe den Prozess ab. Ich hab's ja. Was wünschst du dir? Ich möchte finden, wonach ich suche. Ich möchte LP regerieren. Ich möchte das teuerste Sushi der Welt essen. Wie fühlst du dich jetzt? Als wären wir nicht allein. Okay. Oh, wie praktisch. Feuer? Ja, Feuer. Alle Zeitreisende. Hui, eine Stunde in die Zukunft gereist. Ja, super. Ganz toll, dass jetzt schon 3 Uhr ist, ja, zum Kotzen. Feuerweben. Feuerweben beschwört mächtige Feuerspeere mit großer Reichweite. Durch Aufladen des Angriffs werden aus den Speeren explodierende Kugeln, die vielen Besuchern gleichzeitig Schaden zufügen. Ja. R1 Angriffselemente durchgehen, R1 halten Angriffsrad öffnen. Du kannst im Kampf schnell zwischen Elementen für ätherisches Weben sowie deinen Bogen oder deinen Talisman wechseln. Der Umweg hat sich gelohnt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Infos. Gibt es einen Ort, von dem aus wir ganz Shibuya sehen können? Was ist mit der Kagerie-Aussichtsplattform? Stimmt, gute Idee. Katashiro-Bestellung. Ich habe kürzlich 10 Katashiro bei ihrem Schrein bestellt, benötige nun aber doch 15. Bitte entschuldigen Sie die plötzliche Anfrage. Den Differenzbetrag zahle ich selbstverständlich. Ed Warren. Manche wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Ich nicht. Nee. Ich bin voll lieb und so. Ein Tanuki. Oh! Kannst du uns etwas mitteilen? Ein Tanuki? Nimm mit meiner Kraft Kontakt auf. Hey, ihr da, hier drüben. Ja. Ihr versteht mich. Ihr scheint nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Damit seid ihr qualifiziert. Jetzt sperrt die Lausche auf. Ich und meine Crew kamen aus Tsumoto für ein bisschen Sightseeing her, aber danach brach die Hölle. Ja, ich würde sie ja gerne selbst holen gehen, aber ich habe im Rücken. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und sie wieder aufgabeln? Tanuki tat sich gerne, also haltet schön die Augen offen. Ist wirklich nicht so schwer. Sagt ihnen, sie sollen ihre pelzigen Ärsche zurück zum Boss schwingen, und zwar pronto. Geil, ich mag den Humor des Spiels, ne? So ganz Shibuya, so die ganzen Menschen sind einfach alle jetzt, ne, verschwunden und schweben als Seelen durch die Gegend und hier die Tanuki kommen. Geil. Oh, wo sind die Eier? Noch 6 Stunden. Einige Tanuki sind kürzlich nach Tokio gereist und haben sich gleich verirrt. Ihr Anführer braucht deine Hilfe, um sie alle zu finden, also halte überall in Shibuya die Augen nach diesen gerissenen Kerlchen offen. Bleibe immer wachsam, der Stuhl, auf dem du sitzt, die große Schüsselrahmen, die du eigentlich essen willst, oder dieses Straßenschild, das irgendwie fehl am Platz ist. Das alles könnten verwandelte Tanuki sein. Geil. Oh, das spielst du super. Hey, was sagst du denn dazu? Das ist ja gleich eins vor unserer Nase. Irgendwo im Schrein steckt ein Schwanz, der dort nicht hingehört. Wenn ihr sie gefunden habt, kommt ihr her und sagt Bescheid. Was? Ein Schwanz? Es ist spät, ich sollte ins Bett gehen. In welchem Schrein? In dem hier? Du hast dich als Wachhund bezeichnet. Warst du Polizist? Ja, war ich. Warum? Problem damit? Nein, ich finde bloß, dafür bist du ganz schön grob. Das ist eine Berufskrankheit. In der japanischen Mythologie werden Tanukis mit riesigen Eiern dargestellt.
Irgendwo im Schrein steckt ein Schwanz, der dort nicht hingehört. Also ist das Komplette jetzt hier gemeint oder was meinen die? Gerade verwirrt. Ich soll einen Schwanz suchen. Das ist jetzt gerade sehr seltsam. Ich sehe doch da ein Schwänzlein wackeln. Yeah. Plopp. Mist, hab mich gefunden. Ihr habt ganz schön gute Augen. Ja. Wie war das? Der Boss sucht nach mir? Ja, der Boss sucht dich. Ich hatte gerade seine Fährte aufgenommen und hat ihn fast gefunden. Aber dann habe ich Menschen in der Nähe gerochen, also habe ich mich versteckt. Und hier sind wir. Danke für die Info. Zeit zum Boss zu gehen. Kann ich auch streicheln? Damit bist du wohl bereit für ein paar neue Fertigkeiten. Geil, das ist super. Drück ihm auf die Nase. Ja, voll süß. So cute. Jetzt muss ich hier Tanuki suchen. Kawaii. Ich hab Punkte. Ich habe immer noch keine Nebenaufgabe gemacht und kriege hier gerade noch... Ja, danke. Ich mache ja schon, ich gebe mir ja Mühe. Geistersicht erhöhen. Ja, warum nicht? Datenbank. Eine japanische Stadt auf der Insel Awaji in Seto, Inlandsee, südwestlich von Tokio. Die Stadt ist das ganze Jahr über mit einem milden Klima gesegnet. Shagama. Ein besonderer Kessel, der bei japanischen Teezeremonien verwendet wird. In Japan erzählt man die Legende von Tanuki, die sich in diese Kessel verwandeln. Eine besonders berühmte Geschichte handelt von einem Tanuki, das auf Seilen balanciert, während es noch teilweise in einem Kessel verwandelt ist, aus seinem Kopf und seinen Gliedmaßen heraussteckt. Ja, ja, ja. Inari-Sushi. Taschen aus frittierten Tofu mit in Essig getränkten Sushi-Reis. Inari-Sushi stammt aus der Edo-Periode 1603 bis 1868. Es ist als günstig und schnell zubereiteter Snack beliebt, der manchen sogar als das erste japanische Fastfood bezeichnen. Zur Namensherkunft gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, der Name stamme von Ugano Mitama ab, der Schutzgöttin der Inari-Schreine, deren Botenfüchse diesen Snack angeblich sehr gerne mögen sollen. Neri-Yokan. Beliebte Yokan-Sorte, eine feste, geleeartige Masse, die mit einer großzügigen Menge Agar hergestellt wird. Die ursprüngliche Kanji für Yokan beziehen sich auf eine Art chinesische Schafspuppe. Schafsuppe. Als das Gericht in den späten Edo-Zeit im 19. Jahrhundert Japan erreichte, wurde Agar zum Rezept hinzugefügt. So entstand die Delikatesse, wie wir sie heute kennen. Was geil ist an japanischem Essen, ist, dass quasi alles Fingerfood ist. Mhm. Ramone-Bonbons. Es gibt Ramone-Bonbons? Süße, mundgerechte Hartbonbons. Ihr hoher Glukosegehalt hat den zusätzlichen Vorteil, dass er die Gehirnaktivität anregt und die Konzentrationsfähigkeit steigert. Das könnte ich jetzt gerade sehr gut gebrauchen. Damit sind sie der perfekte Snack von einer langen Lern- oder Arbeitsnacht. Ja, ja. Ich will haben. Shiroyama-Schrein, ein verwitterter alter traditioneller Shinto-Schrein. Es heißt, er wurde irgendwann zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert erbaut. Aus seinem Gelände wird jeden Sommer ein Sumo-Turnier ausgetragen, das zahlreiche Zuschauer anzieht. Wollte ich nicht eigentlich eine Nebenaufgabe machen? Also der Schrein gehört anscheinend auch dazu.
Nee, das, wir haben jetzt eine Tanuki, ja. Magatama kann ich hier auch sammeln. Oh, wie cool. Geil. Praktisch. Ich habe einen gefunden. Hab zu danken. Dann zieht mal los und findet den Rest der Gang. Die Tanuki, die Yakuza-Gang hier. Wenn ihr sie alle gefunden habt, geht zum großen Hügel im Norden. Ich treffe mich da oben am Schrein mit der Crew. Geil. Tokio ist eine große Stadt, eine riesige Stadt. Also lasst euch Zeit, habt keine Eile. Problemlöser. Ey, die Tanuki sind ja geil. Ich mag die. Ich such meine Crew. Ach, geil. Hier gibt es aber auch noch Schrein und also so eine Statue. Wo könnte nur sein? Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich habe eine Puppe hier in den Schrein gelegt, aber jetzt ist sie weg. Und kurz darauf hatte ich einen Unfall und bin gestorben. Sie ist verflucht. Erst sind die Haare gewachsen. Und ich werde sie einfach nicht los. Egal, was ich tue. Oh, nee. Ich glaube, sie hält mich in dieser Welt gefangen. Haare. Was sage ich immer? Nach was für einer Puppe suchen wir? Es ist eine traditionelle Puppe. Sie gehörte meiner Schwester. Es muss etwas in dieser Puppe sein. Wir können den Überresten ihrer Energie folgen. Das ist Agar-Agar. Hier, eine Seelenspur. Oh nein. Ondi, ich weiß ganz genau, was das für eine Puppe ist. Aussieht. Ey, da komme ich gar nicht durch. Kommen wir nicht durch. Wir müssen woanders lang. Soll ich jetzt da hinkommen? Ich muss irgendwie auf das Dach da kommen. Warum sollte eine alte Puppe überhaupt fliegen können? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie von einem toten Mörder besessen. Was? Du schaust zu viele Horrorfilme. Erwischt. Ich bin ein DVD-Junkie. Hä? Du streamst nicht? Was zur Hölle? Was? Ich stream doch gerade. Aber ich tue das doch gerade. Komm ich auf dieses doofe Dach? Ich will das haben, da, guck mal. Sammelobjekt. Trigger, Trigger. Hier laufen ja echt viele Katzen rum. Ach ja? Hey, lass uns mal weitergehen.
Triggert mich gerade voll, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Ist irgendwo ein Tanuki? ich meine ein Tengu. Da komme ich nicht durch. Verdammt, ich will das sammeln. Hier komme ich auch nicht hoch. Oh je, Chloe. Alter, aber wie soll ich da jetzt hochkommen? Wer baut denn so beschissen? Was zur Hölle ist das? Caps Onigawara. Dekorative Dachziegel, üblicherweise einen Oni darstellen, zu finden an den Enden von Dachfirsten traditioneller japanischer Gebäude. Auch wenn Onigawara in den meisten Fällen Oni darstellen, gibt es sie in vielen verschiedenen Ausführungen. Unter anderem auch Glücksgottheiten, Wesen wie Drachen und Karpfen, und sogar als Ziegel mit dem Kanji für Wasser. Onigawara werden auf Dächern platziert, um böse Geistern Unglück abzuwenden. Außerdem sollten sie verhindern, dass während eines Sturms Regenwasser eindringt. Ich will sowas mal kaufen. Daiichi Park im Tsukinami. Ein großer grüner Park, der den Einwohnern als Erholungsort dient. Er ist außerdem ein berühmter Hotspot für die Katzen aus der Nachbarschaft, da sie dort von vielen Leuten gefüttert werden. Das Unterwelt-Grüntee. Ach Mensch. Ich will noch weiter nach oben, mal gucken, was da so ist. Keine Sorge, ich verfolge die Puppe gleich. Gerne wissen, was hier oben ist. Schon hier hoch kann. Party. Ach, hier ist die Puppe sogar. Schnell ihr nach. Wo ist denn die Puppe? Ich wollte eigentlich nur mich hier umsehen. Fürst ist übrigens die Balken, die da der Dachspitze entlang laufen. Ich bin fast daneben gesprungen. Wir sind eigentlich noch alles da und halbwegs fit. Meine ist jetzt. Das geht sie. Oh, ich habe die Puppe sogar gefunden. Hat diese Puppe gerade geredet? Da. Diese Strohpuppe ist definitiv verflucht. The fuck? Dann sollten wir sie auch reinigen. Bitte!
Oh nein, nicht schon wieder sowas. Oh, ich hab's verkackt. Der Touch funktioniert nicht so super. Also das Touch. Also Anwesen fit relativ, bin auf jeden Fall wach. Anwesen. Servus. Hallo Reno. Bin fit. Bis gleich, ja, Matze. Ich danke euch. Mein Bruder wurde mit dieser Strohpuppe verflucht. Dein Bruder? Meinst du den Geist unten am Schrein? Ja. Ich habe immer getan, was ich konnte, um ihn davor zu beschützen. Doch dann wurden wir getrennt und er war verloren. Der Fluch tötete ihn und hielt ihn in dieser Welt gefangen. Ich konnte ihn nicht retten, aber ich wollte seinen Geist befreien. Nun ist er frei und ich kann endlich ruhen. Dann lass uns mal zurück zum Schrein gehen und ihm die Puppe geben. Das ist genau die Puppe. Wenn er erfährt, dass die Puppe ihn gar nicht getötet hat. Ja, eigentlich war es genau das Gegenteil. Panische Puppe, ja, die ist wunderschön. Noch, aber Augen gehen langsam zu. Ja, ist ja auch spät. Verständlich. Eine Puppe. Ja, ich glaube, Sen ist besessen. Hey, gut. Ihr habt die Puppe. Ja, vielen Dank. Und jetzt lasst uns das Ding verbrennen. Ein für alle Mal. Der Geist im Inneren der Puppe war deine Schwester. Jemand hat dich mit einer Strohpuppe verflucht. Und deine Schwester hat dich die ganze Zeit vor ihrem Einfluss beschützt. Warte mal, was sagst du da? Dann hatte ich diesen Unfall, weil... Du in dem Moment keinen Schutzengel mehr hattest. Unglaublich. Also war sie die ganze Zeit bei mir. Und hat auf mich aufgepasst, mich beschützt. Und ich, Vollidiot, habe sie wie Müll weggeworfen. Tut mir so leid. Dank deiner Schwester kannst du nun Frieden finden. Sie ist schon gegangen, weil sie dich jetzt in Sicherheit weiß. Vielen Dank für alles. Sag das lieber ihr, wenn du ihr im Jenseits begegnest. Erlösung, ab in den Keller. Das war solide Arbeit. Ja. Läuft doch. Matze, danke schön für deinen Resub im 16. Monat. Ordentlich. 16 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr nett. Ist alles in diesem Schrein haben, oder? Hier ist ein Opferkasten, das haben wir schon gesehen. Vier von 31 Wahrzeichen gibt es hier. Jagd auf Tanuki. Sammelsachen gibt es auf jeden Fall ordentlich wieder. Gerade mal so in diesem kleinen Gebiet. Cute.
So, die sind jetzt halt nicht mehr so grellgrün. Können wir das hier machen? Das Haus des Horters.